Vor kurzem habe ich im Alten Testament eine Biografie, eine Lebensgeschichte von einem Mann gelesen, die mich doch auch sehr beeindruckt hat. Dort wird uns von Jotham berichtet, einem König, der mit 25 Jahren König wurde und 16 Jahre regiert hat. Was zeichnete diesen Mann eigentlich aus? Wir lesen in der Bibel, da steht, dass er das, was recht war, in den Augen des Herrn tat. Das, was richtig war, was gut war, das hat er getan. Er baute am Haus Gottes, er baute befestigte Städte, Türme, Mauern und er kämpfte erfolgreich gegen den Feind. Er richtete sein Leben und sein Handeln und seine ganze Regentschaft nach den Maßstäben Gottes aus. Er tat, was gut und richtig war in den Augen Gottes. Was wird uns noch über ihn berichtet? Und Jotham erstarkte, denn er richtete seine Wege vor dem Angesicht des Herrn, seines Gottes aus. Das ist eigentlich nochmal eine Bestätigung von dieser ersten Beschreibung, dass er das, was gut und recht war, in den Augen des Herrn tat. Alles war bestimmt in seinem Leben und in seiner Regentschaft von diesem Ausgerichtetsein auf das, was Gottes Maßstäbe sind. Wie ist das in meinem Leben, habe ich mir überlegt. Und ich habe gedacht, das ist mein Anliegen auch. Ich möchte das tun, was gut und richtig ist in den Augen Gottes. Ich möchte stark werden in den Wegen Gottes. Ich möchte stark werden durch ihn und durch sein Handeln an mir. Und ich möchte, dass der Herr meine Wege sieht und dass er beurteilen kann, dass sie gut und richtig sind vor ihm. Und das ist etwas, was ich als Wunsch für dich heute habe, dass du stark wirst in den Wegen Gottes, dass du stark wirst in deinem Leben und dass du dich ausrichtest nach dem, was gut und richtig ist vor Gott. Ich wünsche dir, dass du erlebst in deinem Leben, dass Gott mehr für dich hat.